Ja, mein Name ist Josef Mertens, komme aus Landenbeck bei Eslohe. Mein Name ist Matthias Mertens. Ich habe Forstwirt gelernt. Ich hatte immer schon Spaß am Betrieb, am Wald und auch an Weihnachtsbäumen. Und bin dann seit 2008 fest hier zu Hause. Mein Plan ist es, den Betrieb demnächst zu übernehmen. Unser Betrieb ist ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, 135 Hektar. Wir produzieren Weihnachtsbäume auf 45 Hektar, 2 Hektar Grünland und der Rest Forst. Wir produzieren Nordmannstannen, Schnittgrün, ja, und Ebenholz. Ja, der Nadelbaum für Weihnachtsbaum kommt nichts anderes in Frage. Wir haben auch Laubholz. Nur um Geld zu verdienen, ist es mit Laubholz schwierig. Mit Nadelholz ist es etwas einfacher. Das Nadelholz, das wächst halt doppelt so schnell. Ne? In so einer Buche bis zur Umtriebszeit sind 150 Jahre rum und bei einer Fichte 80 Jahre. Man kann nicht pauschal sagen, die Herkunft, die passt bei uns überall. Was auf Nordseite gut ist, kann auf Südseite total daneben sein. Da muss man sich ein bisschen rantasten, nicht alles auf eine Karte setzen, ein bisschen mischen schon mal, um das Risiko zu mindern. 2007 war ja Kyrill. Danach haben wir die Fläche etwas vergrößert, auch Kyrillfläche noch aufgeforstet, um den Betrieb am Leben zu halten. Hätten wir da Standbein Weihnachtsbäume nicht gehabt, wäre es für den Betrieb schlecht gewesen. Wir haben auch Flächen dabei, wo die Ausbeute bescheiden ist. Oder einmal Hagel, einmal Frost. Das Risiko ist schon da. Viele behaupten ja, wenn man den Baum gut mit Kalich versorgt hat, vielleicht kann man einen Grad retten. Wenn man einen Grad retten kann, das ist im Frühjahr viel. Das kann genau der Knackpunkt sein. Ja, im Frühjahr haben wir eine Grunddüngung gemacht, wenn der Boden befahrbar war im März. Und dann nochmal haben wir mit Kieserit im letzten Jahr mal nachgedüngt, Ende Juli. Also, dass die Farbe noch mal ein bisschen kommt an der Nadel. Deswegen zu sagen, ein Jahr, wenn man jetzt ein Jahr gar nicht düngt und oh, die sollen, so schlecht sehen sie ja gar nicht aus, wir brauchen überhaupt nicht mehr düngen. Ich glaube, das passt nicht ganz. Das wird man irgendwann am Bauch fallen. Dann lieber jedes Jahr ein bisschen düngen, um dann Stand zu halten. So eine Kultur wie hier steht, die ziehen schon Dünger. Die brauchen auch was. Nur eben chloridfrei. Ja, wir sind jetzt im Dezember in der Hochsaison der Weihnachtsbaumernte. Wir sind zurzeit am Abschneiden, Palettieren und Netzen und am Verladen für die LKWs. Wie soll ein Weihnachtsbaum aussehen? Eine gute Farbe, stufig, nicht zu breit, nicht zu schmal. Wir müssen das produzieren, was die Geruder Kunden, was die haben wollen. Und ganz ohne Dünger, wenn einem Baum was fehlt, sieht er nicht mehr aus. Also wir fangen im März ungefähr an mit Düngen, mit Patentkali. Dann, wenn das Wetter passt, März, April, fangen wir das Pflanzen an. Wenn es trocken genug ist, aufasten. Terminaltriebregulierung kommt dann meistens so im April, Mai. Das sieht man ja an diesen Kerben oben. Ja, es gibt auch Chemie, wir machen es mit der Zange. Wir können es bei jedem Wetter machen. Stumpfbeschneidung, dass die ersten untersten Äste weggeschnitten werden, dass von unten mehr Luft an den Baum kommt. Und die Arbeit, die Ernte ist wesentlich einfacher. Und dann machen wir meistens in dem Formschnitt im Juni, Juli. Die sind dann gut kniehoch. Da kriegen die einmal einen Schnitt mit der Heckenschere. Und diese Bäume, die haben wir alle formgeschnitten. Sonst sehen die nicht so aus. Das ist ein Grundschnitt. Und dann wird ja nur der oberste Kranz nach dem Neuaustrieb abgeschnippt. Aber man sieht den Baum schon an, ob er gesund ist, da kriegt man ein Auge für. Die Bodenproben alleine reichen meines Erachtens nicht aus. Letztes Jahr haben wir auch Bodenproben gezogen. Im Boden passte das Verhältnis auch von Kali, Phosphor und in der Nadelprobe nicht. Da merkte man, da fehlt was. Deswegen ist beides alle paar Jahre angebracht. Im PK und die Spurenelemente, das muss schon passen, dass der Baum gescheit groß wird. Dann hat man schon mal ein Stück erreicht. Ne? Ja. Wenn alles schön läuft, macht Spaß.